Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Pokécynic. Mein Name ist Jarek und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren News-Folge bei uns auf dem Kanal. Und es ist wieder richtig unmenschlich. Ich will nicht sagen, es ist richtig, richtig, richtig unmenschlich oder es ist unmenschlich, unmenschlich, aber es ist schon sehr, sehr krass. Und zwar, wenn ihr bei uns auf der Homepage unter News geht, findet ihr die aktuellen Neuigkeiten rund um das Pokémon TCG. Und ja, es ist eine unmenschliche Bombe geplatzt. Und zwar wird es ein neues japanisches Set geben. Am 3.12. kommt das Ganze raus, heißt VMAX Climax. Und ich sag's mal so, die Karten, die bisher geleakt worden sind, lassen wirklich Böses erahnen, denn das Set wird unmenschlich schön werden. Und wie das Tag Team All-Stars Team Set, was ihr auch dem Japanischen kennt, wird es hier ganz, ganz viele Reprints geben. Das heißt, ihr seht hier schon die beiden Vualusos oder Uschisfuß aus Kampfstile, dann seht ihr hier das Duraludon VMAX, den Shadow Rider und so weiter. Aber das Krasse ist, dass es wieder die Character Rares geben wird. Also zum Beispiel hier von Gardi. Wunder, wunder, wunderschönes Artwork. Sieht einfach richtig stark aus. Und diese Artworks, die sind das erste Mal in dem Set Dream League rausgekommen, 2019 im Japanischen. Und ich zeige euch mal zwei Karten, die ihr bestimmt alle kennt. Und das ist einmal dieses Mimikma hier. Das kennt wirklich jeder. Und das andere zeige ich euch mal auf Deutsch. Und zwar Welt im Wandel, dieses wunderbare Pikachu. Das sind halt diese Character Rares, die rausgekommen sind. Super, super stark. Erinnert so ein bisschen an diese alternativen Artworks. Sehr, sehr coole Artworks, sind wirklich starke Karten. Und was gibt es noch dazu zu sagen? Also Dream bzw. VMAX Climax wird 184 Karten plus Secret Rares haben. Das heißt, es wird auf jeden Fall, ich schätze mal, auf die 223 Karten hinauslaufen. Denn Pikachu hier, ne, VMAX, ist auch alternatives Artwork. Und ihr seht hier unten die Kartennummer. Wir haben also hier die 223 von 184. Sollte das also die letzte Karte sein, dann könnte es sein, dass es 223 Karten gibt. Aber ihr wisst ja, die Goldkarten sind immer die letzten. Und das hier ist eindeutig keine goldene Karte. Das heißt, da werden noch, ich sag mal, 4 goldene Karten mit dazukommen oder vielleicht 3. Da sind wir bei 226. Also auch wieder ein sehr, sehr großes Set, vor allem für ein japanisches. Sehr, sehr groß. Aber Tag Team All-Stars und Shiny Star wie waren ja auch sehr, sehr groß. Okay, die Frage, alle Fragen, wird dieses Set zu uns nach Deutschland kommen? Und es ist reine Spekulation, man kann nicht sagen, ob es kommen wird oder nicht, aber ich vermute, das wird unser Shiny Star bzw. unser glänzendes Schicksal 2.0 werden. Denn ihr wisst, in einem ganz normalen Pokémon-Kalender, ja, kommen immer 5 Sets raus. Es gibt immer, also dieses Jahr war es Kampfstile, Schaurige, Drachenwandel und Fusion Arts bzw. Fusionsangriff. Und es gibt immer ein Sideset und das war dieses Jahr Glänzendes. Letztes Jahr war es Weg des Champs, davor war es Verborgenes. Das heißt, es gibt jedes Jahr eins. Und dieses Jahr, oder beziehungsweise nächstes Jahr, wird es wahrscheinlich dann VMAX Climax sein. Wie das Ding heißen wird, keine Ahnung. Aber die werden sich wieder irgendwas Verrücktes einfallen lassen. Aus Hidden Fates und Shining Fates haben wir ja gelernt, dass die Namen einfach passend gewählt werden. Und ich muss sagen, ich finde die Karten super stark. Das Evoli mega und ich brauche dazu gar nicht so viel sagen. Wenn ihr euch die Karten nochmal in Detail angucken wollt, findet ihr das bei uns auf der Homepage unter News. Dickes Dankeschön an Steve, dass er das hier schon mal hochgeladen hat. Okay, jetzt gibt es noch eine Sache zu den japanischen Sets, wo ich unbedingt eure Meinung zu brauche. Also, ich finde diese Karten heftig und ich liebe japanische Karten. Also, ihr kennt mich, ihr wisst, japanische Karten sind mein Ding. Vor allem, weil ich die noch nicht lange sammle. Meine Frau hat mich da in diese Rubrik gebracht und ich finde es mega stark. Aber ich sage euch ganz ehrlich, die japanischen Shops sind alle unverschämt teuer geworden. Und jetzt meine Frage an euch. Wenn wir jetzt nämlich mal hier so ein bisschen rumgucken, Plaza Japan, Hello Japan, Pokémon, Nin Japan, wie sie alle heißen. Die ersten haben schon ihre Pre-Orders im Shop und ganz ehrlich, 134 Euro für ein Display zum jetzigen Zeitpunkt als Pre-Order. Also tut mir leid, das ist einfach unverschämt und das ist einfach heftig. Das ist jetzt nur ein Beispiel, was ich jetzt gerade auf die Schnelle gefunden habe. Es gibt noch mehr Shops, die anbieten. Alle liegen so ungefähr bei 140 Euro und ich finde das einfach nur unmenschlich. Und tut mir leid, für mich heißt das einfach, japanische Karten werden aktuell einfach nicht gekauft, weil das einfach zu teuer ist. Und deswegen ist das schade und ja, dann, es bleibt also
eigentlich nur zu hoffen, dass diese Karten auch bei uns ins Deutsche kommen. Ansonsten sehr, sehr schade. Und ja, ein Appell an euch, kauft diese Sachen nicht so überteuert, weil, ich sag's mal so, Eevee Heroes wird auch immer günstiger, weil die Leute einfach nicht bereit sind, so viel zu bezahlen, ne? Die gibt's auch mittlerweile für 87 Euro, die waren auch mal bei 150. Also das heißt, kauft die Sachen einfach nicht, bestellt die vor allem nicht für solche Preise vor und dann droppt der Preis auch automatisch. Ich weiß, das ist schwer, weil man die Sachen haben will, ich kann das echt nachvollziehen, aber ich werde mir das auf jeden Fall für diesen Preis nicht vorbestellen, nicht für 140 Euro. Selbst 100 Euro ist eigentlich schon zu viel, aber mal gucken. Vielleicht findet ihr einen coolen Shop, der das für eine schmale Marke oder für einen normalen Preis anbietet. Selbst ein bisschen teurer ist ja okay, aber ihr denkt dran, ne, hier kommen locker noch 20% drauf. Zollgebühren, Steuern etc. Also vergesst das nicht. Gut, das war's. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr dazu sagt. Ich finde das Set auf jeden Fall brutal schön. Ich freue mich mega drauf und ich hoffe, das wird ins Deutsche kommen. Das war's von mir. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.